Riesenknaller. Tschüss. Nein, nein, bitte. Geben Sie mir eine Chance, ja? Also, wenn Sie das hier sehen, das wird Sie wirklich umhauen. Und wenn Sie es nicht mögen, dann werde ich mich nie wieder bei Ihnen melden. Ich verspreche Ihnen das. Geben Sie mir nur eine Chance, bitte. Aber, na gut, aber die letzte Chance. Danke. Wir haben nur noch ein kleines Problem. Und zwar, uns ist das Geld ausgegangen und, gebt euch das Spielchen. Verbindung wird gerade. Die Spielchen ja überweisen einfach. Sie schütteln Ihr Handy. Jetzt stottern Sie. Was haben Sie da gemacht? Da war eine blöde Fliege. Ich habe die Fliege getreten. Das ist das Auto meiner Mutter. Sind Sie völlig geisteskrank? Wir haben eh kein Geld. Was soll man jetzt machen? Jetzt seien Sie doch nicht so ein Jammerlappen, Sawatzki. Was glauben Sie, was aus mir geworden wäre, wäre ich nicht in die Politik gegangen? Lala. Hallo, grüßen Sie. Schau. Hätten Sie Lust, sich ganz kurz malen zu lassen? Was malen? Nein. Ein Porträt? Von Hitler? Nein, von Ihnen. Ich bin fertig. Welche Barschatz? Karikatur? Gefällt es Ihnen? Ja. Ich habe Angst, Nein zu sagen. Wie sehen Sie sich denn selber? Als Vagabund. Als Vagabund? Ja. Ich habe mir für Sie besonders Mühe gegeben. Denn das hier, das passiert mit Vagabunden. Und das sind die Tränen, die Sie dann weinen werden. Ja. Hängen Sie das Bild bei sich auf und hängen Sie sich dann gleich daneben. Und wenn sich heute, 2014, hier jemand auf den Platz in Bayreuth stellt und sich als Hitler ausgibt und das von der Allgemeinheit toleriert wird, dann muss ich sagen, das ist schlecht für Deutschland. Und wenn es nach mir ging, dann wird man sie hier verjagen. Von wegen sich. Keiner spendet das.